Kapitel 4 Heiliger Frühling. Es gingen einst drei aus Göttergeschlecht, starker und milder, am Strande des Meeres. Die fanden am Ufer verlassen, ohnmächtig, den Esch und die Embla noch ohne Bestimmung. Sie hatten nicht Sinn, noch hatten sie Seele, nicht Leben und Wärme noch göttliche Gestalt. Atem gab wo dann, inner sein Hühner, Wärmeglut Luke und leuchtendes Blut. Edda. Der Gott der himmlischen Herrscharen und des irdischen Heeres war bei den alten Germanen Ziu, Niederdeutsch Ziu, Nordisch Ziu oder Tür. An seinem Tage, dem Ziustag oder dem Dienstag, dem Sings oder Dingstag, dem Zichtag, Englisch Tuesday, Niederdeutsch Teistag, Schwedisch Dienstag, Schweiz, Schwaben und Elsass mundartig Zischtig gleich Ziustag, versammelten sich die Sing-Leute beim Sing, was wiederum mit Ziu und Zug gemeinsame Wurzel ist. So war auch der Dienstag bei den Römern Dimas, dem Kriegsgotte, geweiht, Martedi, Italienisch, und Mardi, Französisch. Dieser alte Herrgott der Herrscharen Ziu oder Tiu war ein Dispiter, Jupiter, bei den Römern, ein Diospiter bei den Indern und ein Zeus bei den Griechen. Die Personengleichheit des germanischen Himmelsgottes Ziu mit Zeus ist längst erwiesen und drängt sich dem Leser von selber auf. Auch Zeus war ein Gott des Auszugs, was schon sein Name bedeutet, Zeuger, Zeiger. Zeus, Zeug, Zeuchen, Ziehen sind urdeutsche Worte derselben Bedeutung. Daher auch das Zeughaus, das nicht vom Zeuge kommt, das darin aufbewahrt wird, sondern in erstem Betracht von dem Zuge dorthin, wo man sich sammelte und seine Waffen und Ausrüstung zum Zug, zum Zeug empfing. Tetusing war der Ruf in Friesland der zum Sing, zum Gericht Ausziehenden, Zeug zum Sing. Dort heißt noch der Gerichtsbaum der Tebum. In Thüringen weist Professor Stuhl, dem ich hier folge, den Tüge oder Tühhof nach, wo im Ringe, umhegt von Holz oder Stein, sich die Sing-Berechtigten zum Gericht und zur Beratung versammelten. In Norddeutschland heißen die alten Versammlungsplätze Teil, Tü oder Tee und ihre Namen haben sich bis heute bei Marktplätzen und Straßenzügen der Städte erhalten. In Tirol nennt man einen jungen Mann im militärpflichtigen Alter einen Zoch, also einen, der zum Auszug gehört. In der Schweiz besteht für die Reserve des Heeres, Männer bis zum 32. Jahre, die amtliche Bezeichnung Auszug. Die Stadt Augsburg hieß früher Ziesburg, also Ziusburg. Die Schwaben selbst Ziu waren, also die Ziufahrer oder Ziufahrenden. Diese Ziuwaren waren also kein Volk oder Stamm, sondern eine kürzere oder längere Auszugswelle zur Binnensiedlung, die durchaus friedlich war und von einer germanischen Gesamtleitung ausging. Augsburg war also eine Ziehstätte, und die Ziuwaren sind die Männer, die zur Ziehstätte ziehen, zur Singstätte, zum Sing, als Söhne des Ziu oder Ziu. Die Wikinger im 8. Jahrhundert nannten ihre Kriegsfahrten Tüwerk, also Werke des Tü, wie der Ziu nordisch heißt. Tü oder Tür ist der nordische Mars und das Zeichen von Mars. In der Astrologie ist das Zeichen auch des Tür. In den nordischen Rannen, den Urschriftzeichen aller Völker auf der Erde. Ja, in den Lauten Tiu, Ziu, Tür, Dio, Dois, lateinisch, Dios, griechisch, Tiot, Allsechs. Tiota, gut. Diota, Diet, Alltagt. Deut, MHDE. Wovon der Name Deutsch kommt, liegt überhaupt der Inbegriff für den Namen Gott bei allen arischen Völkern und solchen, die heute noch eine arische Sprache sprechen. Dasselbe Wort für Diot oder Deut gleich Gott ist also auch die Bezeichnung für Deutsch, wie das Wort Gott auch der Name für seine Guten wurde. So erweist sich das Germanenvolk als das eigentliche Gottesvolk, das heißt Gutenvolk. Unter dem Schutze dieses Allgottes, dieses Gottes der Herrscharen, zogen die germanischen Wanderzüger im Weihefrühling hinaus in die Welt. Ihre Führer waren die Diodanen oder Teutonen, die Ziu oder Teutanen, so, nach Professor Dr. Stuhl, noch von den Guten genannt. Der Name steht auf einem Grenzstein auf dem Greinberg bei Miltenberg. Aus dem Worte Tiot oder Teut für Gott ging ganz selbstverständlich auch das Wort und der Begriff für das Ganze hervor, das arisch-germanische Tod, lateinisch Totus, das in alle Sprachen übergegangen zu sein scheint und selbst im chinesischen Tao, im ägyptischen Tod oder Tet noch zu erkennen ist. Es ist das, was Goethe meinte, wenn er schrieb. Im Anfang war die Kommatat Apostroph. Das ist das große Dat, noch mundartlich gebraucht, dass das. Das Tat und Tod der Ägypter, der Tao der Chinesen, also das Ganze gleich Tod. Mit Zeug, Zug hängt auch Wort und Begriff der Zeche zusammen. Das Wort Zeche hat ursprünglich nicht die Bedeutung von Zechen und Zeche im heutigen Sinne. Dieser Sinn wurde dem Wort erst später beigelegt. Das Wort Zeche kommt vielmehr von Zug, ziehen, Zug, gezogen. Niederdeutsch Teil, Zug, getögen. Zug gleich Zeug gleich Zeche. Es erinnert schon in dieser Bedeutung an den Zug, den Auszug der Jungen zur Zeit des Auszuges, nämlich der Zeche. Es liege auch ein Widersinn darin, wenn bei einem Zuge das Zechen die Hauptsache wäre und nicht der Zug, der Auszug. Der Mai-Ausflug knüpft an dieser Überlieferung an, die allgemein war. Der Brauch hat folgende Ursachen, schon im Altertum erkannte man den Norden als die Wiege der Menschheit, zum wenigsten der Menschheit, die jene alten Kulturen schuf, die wir in der Geschichte mit Altertum bezeichnen. Und in der Tat gingen vom Norden aus, das heißt aus den Ursitzen der Arier, die ungefähr mit den Grenzen der heutigen germanischen Staaten zusammenfallen, seit Jahrzehntausenden Völkerwellen aus, die allmählich die ganze Welt besiedelten. Ein großzüchterisches Siedlungs- und Bevölkerungswesen, das geradezu naturhafte Züge trägt, ordnete in jedem Frühjahr, dem Weihefrühling, dem Fersakrum,
die erwachsene Jugend dieses unseres Urvolkes zu neuen Volkskörpern unter neuen Führern. Wie Bienenschwärme im Frühling ausschwärmen, um sich neue Wohnstätten zu suchen, so sammelten sich in der Heimat die Jungvölker unter gleichem naturhaftem Trieb und innerem Zwange zu Wanderzügen, nicht zügel- und ziellos, sondern nach weltumgestaltenden, schon längst ausgewirkten Siedlungsplänen, um den ständig fließenden Quellrasse starker Fruchtbarkeit in geordnete Bahnen zu lenken, um nicht den wohlverteilten Boden der Heimat zu eng werden zu lassen. Damit der Seelen- und Leibesadel des Volkes nicht unter der Not litte. Wir deuteten schon an, dass die Besiedelung der Heimat nicht dem freien Wettbewerb, der immer Willkür wird, überlassen blieb, sondern durch göttliches Gesetz geheiligt war. Seine weisen Bestimmungen verhinderten das furchtbare Unrecht am Boden, der eben sonnenlehen war. Die Nichtachtung dieses Gesetzes hat der Menschheit erst die Sklavenketten geschmiedet, die sie heute schleppt. Jede alte Ortschaft im deutschen Lande ist ursprünglich nur ein Hof gewesen, mehr oder weniger dicht am Nachbarn, je nach dem Lage, Klima und Fruchtbarkeit des Gestatteten. Heute vermag die Orts- und Flurnamenforschung die Urhöfe noch festzustellen, auf denen in Lebensfülle und weitem Lebensspielraum der arische Mensch wirkte inmitten seiner zahlreichen und gesunden Nachkommenschaft auf einer Kulturhöhe, die jedes ausgegrabene Stück Waffe, Schmuck oder Hausgerät der Vorzeit heute noch dem Kulturfähigen, dem Urkultfähigen mit erschütternder Eindringlichkeit vor Augen führt. Die Wanderzüge verließen in Wellen von unterschiedlichen Zeitabständen und Größen ihre Heimplätze, um als Ergänzungen vorher sesshaft gewordener Volkskeime in schon vorbereitete Sitze einzuziehen. A. B. Zwei Schwerter. C. Brillenfibel. D. E. Halskragen. F. Hängebecken. HL. Nadeln. Oder um neue Gebiete, fernere, zu erobern. Wie planmäßig und auf weite Sicht diese Besiedelung vor sich ging, beweist die Tatsache, dass sich einzelne größere Wanderzüge bei Nichtgelingen ihrer Absichten die Rückkehr in die Heimat und die Landnutzung auf 99 Jahre sicherten. So ist es auch verständiger, die Teutonen und die Kimbern beispielsweise nicht als verzweifelnd ausgezogene Völker anzusehen, die mit Stumpf und Stiel sich gewissermaßen selbst aus ihrem Boden rissen, sondern ihre Abwanderung als einen dieser Auszüge, wenn auch im großen Ausmaße. Vor ihnen waren es die Gallier, nach ihnen die Goten, die Langobarden. In anderer Gestalt und unter anderen Umständen dauern diese Wanderzüge heute noch an. Amerika, Australien und Afrika sind in der Neuzeit wesentlich aus dieser Volksquelle gespeist worden, soweit es sich um die weiße Rasse handelt. So sind die ersten Ariogermanen nach Indien gekommen und haben dort den Grund zur indogermanischen Rasse gelegt. Ältere Wanderzüge waren im Verlaufe der Jahrtausende auf ihrer Suche nach neuen Sitzen nach Persien, Palästina, Ägypten, Kleinasien, Griechenland, Spanien gekommen, selbst nach Nordafrika und haben dort schon in vorgeschichtlicher Zeit den unterwertigen eingeborenen Rassen den Stempel ihres Wesens durch Blutmischung aufgedrückt. Diese Abschweifung in das große Geschehen der Erdbesiedelung durch die Arier war notwendig, um das kleine Geschehen der Besiedelung der Heimat in der Vergangenheit recht zu verstehen. Wir könnten uns niemals ein zutreffendes Bild von der Vorzeit unserer Heimat machen, wenn wir nicht die großen Zusammenhänge aufzudecken vermöchten, unter denen das heimatliche, geschichtliche heute geworden ist. So ist die Kenntnis der Weltwanderungen unserer Vorfahren Voraussetzung, um den Bruch und das Wort Zeche richtig zu erklären. Zum besseren Verständnis unserer Ableitungen für Laien und Philologen diene die Erklärung, dass in allen Sprachen die Vokale sich gegenseitig zu ersetzen vermügen, sie haben keinen Bestand und sind in einer bestimmten Hinsicht bedeutungslos, weshalb sie auch in vielen alten Sprachen nicht geschrieben, sondern meist nur angedeutet wurden. So gibt es für das Wort kaufen in deutschen Mundarten dialektische Formen mit allen möglichen, einfachen und doppelten Vokalen, kaufen, kiefen, kiefen, kaufen, kufen, keifen und käufen. Zech ist ein Wort mit der Bedeutung Zug, wie wir wissen. Der Herzog, niederdeutsch Herzog, ist der Mann, der vor dem Heere herzieht, mit ihm auszieht. Eine solche Gemeinschaft, die zusammen auszog, nannte man einen Zug, Zug, Zoch, Zach, Zech, Zeug oder Zeuge. Die Bergwerkszeche bezeichnet ursprünglich vielmehr die Gewerkschaft der Zechenden, der dorthin Ziehenden, als das Bergwerk selbst. In Schwaben heißen gewisse Bauerngewerkschaften Zieh oder Zech, aber sogar die niederdeutsche Form Tei oder Tür oder Getüge kommt dort vor, ein Beweis für die Binnenwanderungen der germanischen Auszüge. Ganz allgemein ist noch die Redensart, dass eine Gemeinde oder ein Hof den Zug nach X hat, das heißt den Gerichtsstand in X, was meist auf Uraltersing-Einteilung beruht. Ein Vertreter einer solchen Gemeinde war ein Tüge, ein Züge, weil er zu seiner Mahlstätte zog, Neuhochdeutsch ein Zeuge, allerdings mit einem gewissen Bedeutungswandel, als heute der Zeuge nur noch vor Gericht gezogen wird, um zu bezeugen, während er einst als Zeuge, Erzeuger und Gezeugter für seine Sippe Zeugnis ablegte bei der Versammlung der wehrfähigen Männer. Allmählich verfielen die Auszüge, wie wir schon dargelegt haben, in den veränderten Zeitverhältnissen, wurden seltener und kleiner und vollzogen sich mehr in der Art einer unsichtbaren Auswanderung wie heute. An ihre Stelle aber traten Wallfahrten, Umzüge, Jahrmärkte, Volksfeste, Feierlichkeiten aller Art, Versammlungs- und Gerichtstage, anfänglich zur Erinnerung, später aus alter Gewohnheit. Und schließlich übertrug sich diese Übung, als man ihren Ursprung vergessen hatte, auf die Jugend, auf die Lernenden, auf die Schüler und auf die Kinder überhaupt. Die Brunnenfeste, Maizüge und ähnliche Volksfeste sind Erinnerungen an den großen Frühlingsauszug, den Versacherum. Das ist auch der Grund, weshalb in dem Kirchepflegarten Dinkelsbühls von 1635 von dem Feste, das die Kinderzeche genannt wird, schon als von einem alten Herkommen berichtet wird, wenn die Schulkinder mit ihrem Lehrer einmal in der schönen Jahreszeit zechen, ziehen gingen, also einen Ausflug, einen Auszug unternahmen. Vielleicht in unbewusster Erinnerung an den kriegerischen Ernst der ursprünglichen Zeche, des uralten heiligen Auszugs,
hat man die Kinder in die militärische Tracht vergangener Jahrhunderte gekleidet, und sie ziehen jährlich unter den Klängen alter Landsknechtsweisen ihrer eigenen Knabenkapelle an den Festtagen in feierlichem Zuge nach den Schießwasen, an der Spitze der kleine Oberst zu Pferde. Er hält eine Art Herschau ab über die Jugend von heute, die mit glänzenden Augen und heller Begeisterung das ernste Spiel früherer urdenklicher Zeiten in harmloser Festesfreude wiederholt. Sonntag, Montag und Dienstag sind die Festtage der Kinderzeche, der Heiligen Dreieinheit entsprechend, aber erst am dritten Tage, am Dienstag, dem Ziehtage, dem Ding- oder Singstag, der auch bei allen alten Völkern dem Kriegsgotte geweiht war, findet seit jeher die alte Kinderzeche statt, wie einst der Auszug in die dunkle Zukunft. In diesem Zusammenhang mag es wünschenswert sein, auch einen kleinen Überblick zu bekommen über die Siedlung in früheren Zeiten im eigenen Lande und über die Verteilung des Geburtenüberschusses, denn man ließ in Zeiten einer bewussteren Rassen- und Volkspflege die Dinge nicht so laufen wie heute, sondern hielt sich streng an die Verhältnisse, die sich durch Volkszahl, Volksvermehrung und Lebensraum ergaben. Eine kurzsichtige Volksleitung schon seit Jahrhunderten hat aus uns Deutschen ein Volk ohne Raum gemacht, nicht nur aus uns Deutschen im engeren politischen Sinne, sondern auch aus den uns stammverwandten Völkern an den Grenzen unseres Reiches. Es darf nicht vergessen werden, dass einmal unsere völkischen Grenzen vom Mittelmeer bis zum Nordkap und von den Pyrenäen bis zum Schwarzen Meer reichten. Die Städtegründungen in Deutschland unter Heinrich dem Vogler sind immer etwas willkürlich mit den Einfällen der Ungarn oder allgemeiner Unsicherheit begründet worden, obwohl sich doch nachweisen lässt in jedem Gau, Kreis und Bezirk des deutschen Wohngebiets, dass es zu jener Zeit an befestigten Plätzen von zum Teil gewaltigen Ausdehnungen niemals gefehlt haben kann. Eher waren es veränderte Lebensbedingungen, die den Bauern zwangen, in die befestigten Orte zu ziehen, die bislang nur Kult- und Zufluchtsstätten bei feindlichen Einfällen gewesen waren. Vermutlich konnte das flache Land den Bevölkerungsüberschuss nicht mehr aufnehmen, und da keine Teilung der Hufen in der Dorfgemeinde stattfand, so mussten die jüngeren Söhne die Scholle verlassen und in die Dienste der größeren Herren, der Grafen und Herzöge treten. Es entstand durch Übervölkerung eine vom Boden losgelöste Kriegerschicht, der sich notwendig auch Handwerker und Händler anschlossen, so die ersten Bewohner jener befestigten Orte bildend, die von jeher Mittelpunkt germanischen Lebens gewesen waren als Opfer, Mahl, Tanz- und Singstätten. Wohl mögen die Ungarreinfälle und die Unmöglichkeit weiterer Ausbreitung auf Heimatboden die Auszüge der Jungmannschaften gehindert haben seit längeren Zeiten, so dass man auf neue Weise zur inneren Siedlung überging, ohne noch die bisherige großzügige Landverteilung aufzugeben. Edmund von Vicus hat in seinem Buch die Bedeutung der Ortsnamen für die Vorgeschichte überzeugend dargelegt, wie unsere Städtegründungen auf solche Ursprünge hinweisen. Die alten befestigten Heiligtümer und Singplätze, meist nur von wenigen Hütern bewohnt, wurden als die gegebenen Stützpunkte für die neuen Erfordernisse umgebaut und vereinzelt auch vergrößert. So entstanden die Städte. Jedenfalls waren es keine Gründungen aus dem Stegreif, auch keine Verbesserungen oder Errungenschaften, sondern Folgen einer durchaus nicht wünschenswerten Entwicklung, nachdem schon seit vielen Geschlechterreihen die Auszüge der Jungmannschaft im Weihefrühling und die Besiedlung entfernter Länder unterbleiben mussten. Wie es Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang Aufgabe unserer Rasse gewesen war. Die Völkerwanderung schon war ein Versuch gewesen, im Großen, den unterbundenen Auszügen aus dem Völkerurquell im Norden wieder gewaltsam Freibahn zu schaffen. Die Heimat des arischen Menschen im klaren Lichte der Geschichte ist Nordeuropa, genauer Nordwesteuropa, wir müssen sie vernünftigerweise dort annehmen, wo heute noch die Wurzeln seines Rassetums haften. Sicher ist, dass der hochentwickelte Mensch seit Jahrtausenden, ja seit Jahrhunderttausenden lebt. Die Spuren seiner Sprache gehen hinauf in graue Vorzeiten, von deren Entfernung wir uns, die wir gewohnt sind, Weltgeschichte in einige Jahrhunderte hineinzuklemmen, kaum eine Vorstellung machen können. Bewohnbares Land in unseren Breiten war immer bewohnt, solange es Menschen dort gab, und selbst in der sogenannten Völkerwanderungszeit standen nicht einfach die Völker von ihren angestammten Sitzen auf und ließen alles stehen und gehen, das tut noch heute kein Bauer und tat es auch damals nicht, sondern das Stammvolk blieb selbstverständlich auf seinem Boden sitzen, aber das Jungvolk, der Geburtenüberschuss, der kein Land bekommen konnte und nicht durfte, wollte man nicht die uralte Siedlungsordnung zerstören, das Jungvolk zog aus, gegliedert zu einem neuen Volksganzen, wie ein Bienenschwarm, der seinen Stand verlässt, um sich neue Wohnsitze zu suchen, in der Nähe oder Ferne. Ja, sie sicherten sich sogar gelegentlich die Rückkehr durch Vertrag innerhalb einer Zeit von 99 Jahren, wenn aus irgendwelchen Gründen sie selbst oder ihre Kinder die Siedlung wieder aufgeben würden. Es ist also irrig, sich die Germanen als eine unstet wandernde Masse vorzustellen, ohne einheitliche Leitung, die nur allmählich unter dem Einfluss ihrer Nachbarn zur Ruhe, zur Kultur und zu festen Wohnsitzen gekommen wäre. Als die Völkermutter hat der arische Norden auch noch in der Folgezeit seine Schwärme ausgesandt als Kreuzzüge, als Römerzüge der Kaiser, als Reichsgeläufe, als Landsknechte, als die Schwaben nach Ungarn und die Sachsen nach Siebenbürgen und als die vielen ungeregelten Auswanderungen in den letzten Jahrhunderten. Sie dienten alle dazu, den Überfluss abzugeben, allerdings nicht mehr in der planvollen, großartigen Ordnung der arisch-germanischen Wanderzüge mit den Keimen mächtiger Staatengründungen in ihrem lebendigen Volksgefüge. Insofern hat das Wort seine Berechtigung vom Kulturdünger deutscher Auswanderung seit Jahrtausenden. Die Frühkulturen Südeuropas, Vorderasiens, Nordafrikas und Indiens sind aus nordischem Blute erwachsen. So kommt es, dass die Namen der Berge, der Flüsse, der Seen und Meere unseres Landes sich in der ganzen Welt zu wiederholen scheinen, denn dein Ahne hat sie ihnen einstmals auf seinen Wanderfahrten über die Erde gegeben. Das sind geschichtliche Tatsachen und es ist notwendig, gerade bei den jetzt üblich gewordenen 1000-Jahr-Feiern darauf hinzuweisen, sonst könnte unser Volk in seiner Bescheidenheit glauben, unsere Geschichte sei nicht älter als 1000 Jahre.
Die Menge hält sich an Schlagworte, und besonders in der Lokalgeschichte wagt man sich nicht gerne über die 1000 Jahre hinaus, denn dann tritt ein Gewirr von Namen auf, von Franken, Alemannen, Süben, Römern, Kelten, Slawen und Wenden, Hallstattleuten, Stein- und Bronzezeitmenschen. Wir vermeiden es aber peinlich, mit klaren Worten vom Germanen als von uns zu reden. Und doch sind alle diese Völker seine Vorfahren gewesen und EINES Blutes, EINER Rasse, das merke sich einmal der deutsche Mensch germanischer Abstammung. Und wenn man hier von Kelten redet oder sogar von Gallien auf deinem Grund und Boden, so wisse, dass sie auch gleichen Bluts und gleicher Sprache mit dir waren, und dass sie sich mit Kelten als die Helden benannten, dass dies alles nur verschiedene Bezeichnungen aus verschiedenen Zeiten einer und derselben Urrasse sind, der du auch entstammst, selbst wenn dein Blut durch spätere fremde Blutzufuhren vielfach gemischt wurde. Unsere eigenen ältesten Überlieferungen und das Zeugnis bedeutender Zeitgenossen unserer Vorfahren beweisen, wem es das Erinnern nicht selber sagt, dass wir ein seit Urzeit eingeborenes Volk sind auf dem Boden, auf dem wir leben, nur uns selber gleich, gleich groß an Leib, Geist und Seele und gesittet wie kein anderes im Altertum, anerkannt schon von Alters als der Urquell der Menschheit, der sich erst in unseren Tagen auszuschöpfen scheint. Dass ein solches Urvolk nicht hinter Völkern nachstehen konnte, die gewissermaßen erst aus diesem Urquell entstanden sind, das ist selbstverständlich. Nur weil wir einige Jahrtausende näher der Natur, der Heimat blieben als unsere Ableger sozusagen, glaubte man lange uns als rückständig gegen die Zivilisationen des Altertums betrachten zu müssen. Aber allmählich gewinnt die Ansicht immer mehr an Geltung, dass wir eben länger aus dem Urborne schöpften als unsere Ableger und darum reiner, geschlossener und abgeschlossener blieben, während die in die Ferne verpflanzten früher sich schon mit unterwertigen Rassen vermischten und so den Grund legten zu menschlicher und sittlicher Entartung. Nach allen Anzeichen ist das Leben auf der Erde, soweit wir eines ihrer Zeitalter übersehen können, am Nordpol entstanden und damit auch dort der Mensch. Als durch die Erkaltung die Polargegend unbewohnbar wurde, verbreitete sich der Mensch strahlenförmig vom Pol aus über die ganze Erde. Und in der Tat nimmt er auch die Besiedlung der Erde durch den Menschen, und zwar durch den höherstehenden Menschen, in dem Maße seiner weiteren Entfernung vom Pol ab. Nach der Abwanderung vom Pol wurde der untergegangene Weltteil Atlantis der Mittelpunkt der nachpolaren Menschheit, die der vierten Wurzelrasse der Atlanta zugerechnet wird nach der Geheimlehre. Die ihr nachfolgende fünftens Wurzelrasse der Arier ist die Hauptabin der allmählich ausgestorbenen atlantischen Wurzelrasse geworden. Den besten Erklärern der griechischen Götter und Helden war es längst aufgefallen, wie dunkel der Ursprung der griechischen Mythologie ist. Prehler und Robert bestätigen, dass die Landschaft des Mittelmeeres nicht den Ortsangaben der Mythen entspricht, ja dass nicht einmal Götternamen griechischen Ursprungs sind. Wir werden einmal ganz selbstverständlich feststellen, dass sie aus der deutschen Sprache abgeleitet werden können, aus dem einfachen Grunde, weil die Griechen aus dem Norden kamen und ihre arische Urreligion und Sprache mitbrachten. Die griechische Sprache zeigt heute noch für den Kenner diese Verwandtschaft in einem Maße, dass man eines Tages es nicht übertrieben finden wird zu behaupten, das Griechische sei ein deutscher Dialekt, abgespalten allerdings schon vor einigen Jahrtausenden. Professor Stuhl hat darüber die entscheidenden und überzeugenden Untersuchungen angestellt, die allgemeine Verbreitung verdienten. Es ist darum berechtigt, die eigentliche Insel des Helios, das Land der Argonauten, den Ort der Skylla und Charybdis im Westen und Nordwesten zu suchen. Sie wussten selbst, die alten Griechen, von ihrer Herkunft aus dem Norden, aus dem Lande der Hyperboreer, von wo sie auch den Dienst des Hyperboreischen Apollon mitgebracht hatten, den Polgott, den Pol der Germanen und den Balder der Edda, insgesamt Licht- und Sonnengottheiten eines Ursprungs. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Römer, Tacitus und Caesar zum Beispiel, die germanischen Götter einfach mit griechischen und römischen Namen bezeichneten, weil damals die Übereinstimmungen noch klar erkannt wurden, was bei der nahen Verwandtschaft des Germanischen und des Lateinischen zur Zeit um Christi Geburt, man verständigte sich ohne Dolmetscher, geradezu selbstverständlich war, weshalb man auch keine näheren Erklärungen gab. Die Gemeinsamkeit der Herkunft aller arischen Mythologie aus der arischen Urreligion, die in allen Riten der damaligen Götterdienste enthalten war, empfand man so sehr als gemeinsames Anschauungsgut, dass man nicht darüber sich weiter ausließ, und wenn es geschah, dann mit Worten und Begriffen, die uns heute nicht immer mehr klar sind. Den Griechen galten die Hyperboreer als die frühesten, gerechtesten Menschen, als Lieblinge der Götter. Warum sollten die Gärten der Hesperiden anderswo zu suchen sein als im Garten der Iduna, die die Äpfel bewahrte, an denen sich die Götter Unsterblichkeit erasen? Ohne die Annahme einer noch viel westlicheren Herkunft der arischen Kultur und damit aller mittelländischen und morgenländischen Mythologien kommen wir nicht aus. Die Atlantis müsste erfunden werden, wenn sie nicht schon eine Tatsache wäre. Die Edda ist viel älter, als wir annehmen. Odyssee und Ilias hat es schon in einer vorhomerischen Fassung gegeben, so auch die Heldensagen der Edda von Siegfried, den Welsungen, den Nibelungen, von Attila. Grimm sagt, den wörtlichen Bestand dieser Mythologie leugnen, hieße ungefähr das hohe Alter und die Ausdauer unserer Sprache in Abrede stellen. Er spricht von der nordischen Edda, deren Anlage, Gestalt und Gehalt entlegens der Vorzeit atmet. Wir haben ihren Ursprung in der Atlantis zu suchen. Sie muss der Ausgangspunkt aller Missenforschung werden. Die atlantische Kultur ist für unsere Vorzeit die Einheit, die Urkultur. Sie war getragen von der noch im Urzustand lebenden arischen Hauptrasse von heute. Die Spaltung der arischen Menschheit in Völker trat erst später ein, nach dem Untergang der Atlantis, als die atlantischen Kolonien in Europa, Asien, Amerika und Afrika getrennte Entwicklungswege nahmen. Bekanntlich haben die ägyptischen Priester dem griechischen Weisen Solon eine Beschreibung der vor 11.500 Jahren versunkenen Insel Atlantis, seiner Hauptstadt und seiner vorbildlichen Kultur gegeben. Plato hat sie im Kritias niedergelegt.
Namhafte Kirchenväter der ersten christlichen Jahrhunderte haben an das versunkene Atlantis geglaubt. Man war von der großen wissenschaftlichen Zuverlässigkeit der griechischen Gelehrten überzeugt, und die Überlieferung war noch allgemein. Dann aber begannen die Bestrebungen, alle Nachrichten über Atlantis zu unterdrücken oder sie in das Reich der Fabel zu verweisen. Erst in den letzten Jahrhunderten übernahmen es ernsthafte Gelehrte, der atlantischen Frage näher zu treten. Weite Kreise arbeiteten solcher Forschung entgegen und bezeichneten alle Berichte über Atlantis als Märchen. Da fand der Archäologe Heinrich Schliemann 1873 in den Ruinen des angeblichen Troja bei Entdeckung des Schatzes des Priamos ein großes Bronzegefäß, in dem Münzen aus einer seltsamen Metalllegierung, Kupfer, Platin und Aluminium, lagen und das in phönizischen Zeichen die Inschrift trug. Vom König Grinus von Atlantis. Man kann sich Schliemanns Überraschung denken, als er diese Worte las. War doch der Fund eine willkommene Bestätigung, dass ein Atlantis einst vorhanden war. Schliemann starb 1890, ohne zu einer Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse gekommen zu sein, die er versiegelt hinterließ. Sein Enkel Dr. Paul Schliemann berichtete 1912 in der New York American kurz über die Funde seines Großvaters und stellte das baldige Erscheinen eines Buches über die Atlantis in Aussicht. Das mit Spannung erwartete Werk ist bis heute nicht erschienen. Dr. Paul Schliemann ist seit 1912 verschollen und mit ihm die Forschungsergebnisse seines berühmten Großvaters. Man wird nicht viel gehen in der Annahme, dass alles getan wird, um das Aufkommen der Wahrheit über Atlantis und damit über die eigentliche Weltgeschichte zu unterdrücken. In der Mitte des Ringsystems war ein Berg, der heilige Berg Gottes der Bibel, der zu einem Bauwerk von gewaltiger Ausdehnung, Pracht und seltsamem Aussehen umgeschaffen war. Um den kleinen Berg wurden nach dem Bericht Platos mehrere größere und kleinere Ringe, zwei von Erde und drei von Wasser, geschaffen. Der breiteste von den ringförmigen Kanälen war 1800 Fuß breit. Dieselbe Breite hatte der folgende Erdwall. Der nächste Ringkanal war 1200 Fuß breit und die gleiche Breite hatte der sich an ihn anschließende Erdgürtel. Der innerste Kanal endlich, der die Insel selbst umgab, war 600 Fuß breit, und die so künstlich geschaffene Insel hatte 3000 Fuß Durchmesser. Insel und Erdgürtel waren mit großen steinernen Mauern versehen, die mit Erdplatten bedeckt waren. Auf dem abgeflachten Gipfel erhob sich die stolze, von Gold und Silber, Edelgesteinen und Bronze leuchtende Königsburg. Die breiten Kanäle wurden zur Anlage einer von tiefen, breiten Kanälen durchzogenen Handelsstadt benutzt. An ihren Hafenmauern türmten sich gewaltige Speicher und häuften sich die Güter aus aller Herren Länder. Die Schiffskanäle bargen eine riesige, nie gesehene Handels- und Kriegsflotte. Ein 10 Kilometer langer, 300 Fuß breiter und 100 Fuß tiefer Kanal verband das Meer mit den Kanalringen. Hohe Brücken, unter denen die höchsten Kriegsschiffe durchfahren konnten, schwangen sich über die Kanaldurchstiche. Eine Brücke, 100 Fuß breit und aus weißen, schwarzen und roten Steinen erbaut, verband über die Kanäle hinweg die Stadt mit der Königsburg. Rote und weiße Steine, sowie schwarze Lavablöcke werden heute noch auf den Überresten von Atlantis, den Azoreninseln, gefunden und zu Bauten verwendet. Den Namen der Stadt erwähnt Plato nicht. Nach Jo. 17-19 zu schließen, führte sie den Namen Babylon, das Babel der Bibel. Das Babylon der Alten am Euphrat war eine Gründung der Atlantis und trug den Namen der Mutterstadt. Babylon heißt wirklich Vaterland, nämlich Papst gleich Vater und Lohn gleich Land. Wir werden gleich eine Bestätigung dafür finden. Nach mexikanischen Quellen hieß die Weltstadt auf Atlantis Thule, die letzte Thule der germanischen und griechischen Überlieferung. Das Wort Thule bedeutet nun Tal und Berg zugleich nach dem Gesetz der Polarität, das alle Sprachbegriffe beherrscht. In diesem Falle ist Tal, die Teilung zwischen zwei Höhen, mundartlich im Deutschen noch Thul oder Tol, die Niederung, während Teil, arabisch, Hügel, Dalle, Buckel, Beule, den Gegensatz, den Berg, die Erhöhung anzeigt. Der Name des Hohen Tweel mag hierin eine Erklärung finden als einer uralten Kultstätte aus der Atlanterzeit. Englisch Tweel gleich Wohnen hängt vermutlich mit dem Wort für Tal und Berg zusammen, denn jede befestigte Wohnstätte bestand aus Graben und der aus dem Graben gewonnenen Erde zur künstlichen Aufschüttung des Berges. Berg ist die Umkehrung von Grab. Die Stadt Thula in Mexiko ist als eine Pflanzstätte der Ultima Thula zu betrachten, wie das Babylon am Euphrat eine Pflanzstätte des Babylon, also der Thula war. Es ist sogar anzunehmen, dass die Weltstadt viele Bezeichnungen hatte, darunter sicher auch den der Troja nach ihrer Anlage im dreifachen Wasser unterdringe. In ihr finden wir die Mutterstadt der über die ganze Erde verbreiteten atlantischarischen Kultur. Atlantis heißt nun wörtlich ebenfalls Vaterland. Die Wortbildungen mit Atl im alten Amerika deuten auf den Vater oder den Alten hin. Atta ist ein Vaterwort, das sich infolgedessen fast noch in allen Sprachen vorfindet. Mit Atta Unser beginnt noch Wulfilas seine gattische Übersetzung des Vater Unser. Die Worte Atterland und Papillon, T, Atlantis und Papillon bezeichnen demnach beide das Vaterland und bestimmen damit deutlich dieses Vaterland als das Ursprungsland einer weit verbreiteten Rassenkultur. Die griechischen Schriftsteller nennen das Babylon am Euphrat häufig auch Chaldea. Das wäre nebensächlich, wenn nicht auch dieser Umstand dies Babylon in Abhängigkeit brächte vom Atlantischen. Denn die Chaldeer haben ihren Namen von den Kaledoniern, dem alten Namen der Schotten, der Skoten, der Goten. Im Lande der Kaledonier aber sehen wir das erste Christentum der Chaldeer sich ausbreiten über Mitteleuropa noch vor der römisch-christlichen Mission. Chaldeer heißt die Gottverbundenen, die durch den Kult mit dem Ewigen Verbundenen. Ich sehe nun in dem Worte Chaldeer und Kaledon oder Kalda die Wurzel für Wort und Begriff Kultur. So war also wirklich das Vaterland, die Atlantis, das Ursprungsland der Kulturträger, der atlantischen Chaldeer, Kaledonier, Chaldeer.
Die hier etwas unvermittelt wirkenden Aufdeckungen werden im Verlauf unserer Betrachtungen noch enger mit anderen Tatsachen verknüpft werden. Es ist recht seltsam, dass sich noch niemand der Mühe unterzog, die auf die heilige Stadt Gottes bezüglichen Bibelstellen eingehender zu prüfen. Man hätte gefunden, dass die in der Bibel genannte heilige Stadt Gottes mitten im Meere, Hes 28, 4, 27, 25, an den vielen Wassern, Off. Jo. 17, 1, zwischen zwei Meeren, denn 11, 45, bei den vielen Inseln im Meere, im Lustgarten Gottes, mit den Brünnlein Gottes, Hes 47, PS 46, 5, mit dem werten heiligen Berg Gottes zwischen zwei Meeren, denn 11, 45, mit den Grenzen im Meere, Hes 28, 2, und so fort. Unmöglich, dass Jerusalem in Kanaan sein kann, denn dort fehlen Brunnlein, Lustgarten Gottes, Inseln, Wasser und Meer. Man hätte sofort sehen müssen, dass die Beschreibung des hohen heiligen Berges Gottes mitten im Meere und an den vielen Wassern nicht auf den Berg Zion passt, vielmehr auf die atlantische Hauptstadt zutreffen. Soweit sei hier die atlantische Überlieferung verfolgt. Ist es nicht auffällig, dass die Hellenen den Wohnsitz des Sonnengottes im Westen glaubten? Kühne Vorbeginner, die Erbauer der Dolmen, zogen längs der atlantischen und Mittelmeerküste, andere zu Lande aus Germanien nach Hellas. Orpheus, Apollo, die Musen kommen mit den Thrakern zu ihnen. Die neun Musen des Apollo entsprechen den neun Müttern, die Schwestern sind, des nordischen Heimdall, des weißesten der Asen, der deutlich der Lichtgott und Feuergott ist, als der sich Apollo selber darstellt. Der älteste Kult ist die Sonnenverehrung als Sinnbild der göttlichen Allmacht. Aus neun Holzarten wurde das heilige Feuer entfacht, 3x3, die Gesamtflamme gebar den Heimdall. Die das Feuer gebärenden Bäume sind die Geschwister, die neun Mütter. Geboren Wort einer im Anfang der Zeit. Aus Urgewalts Kraft und göttlichem Ursprung. Neun Riesenmädchen am Rande der Erde. Gebaren den waffenberühmten Mann. Rausch gebar ihn, Raub gebar ihn. Eine gebar ihn, Tiefe gebar ihn. Schmerz gebar ihn, Lust gebar ihn. Wogge, Wolf und die eisige Flut. Die Erde ihn nährte aus eigener Kraft. Die eiskalte See und die Strahlen der Sonne. Der eine war höher als alle geboren. Als Herrscher, so hieß es, der Höchste er wäre. Und sämtlichem Volk als Gesippe verwandt. Doch kommt einst ein Andrea, noch größer als er. Nie wollte X wagen, den Namen zu nennen. Vermögen doch weniger weiter zu schauen. Als Wodans Kampf mit dem Weltwolf beginnt. Dann steiget zum Himmel im Sturme das Meer. Die Lande versinken, die Lüfte versiegen. Nur Schneemassen wirbeln im schneidenden Wind. Doch endet das Wetter nach ewigem Rat. Edda. Dunkle Erinnerungen an die Heimat der Hyperborea und ihre Glückseligkeit lebten noch lange weiter. Der Weg des Herakles zu den Gärten der Hesperiden weist nach Aschilos und Apollodor nach Nordwesten. Die Lügen der Phönizier, wie die Lügen später der Kirche, trugen zur Verwirrung der Geschichte bei. Nach Herodot sandten die Hyperboreer fünf herrliche Jünglinge und zwei Jungfrauen mit Geschenken nach Delos, weil Apollo von ihnen hinweg nach Südosten einst gezogen sei. Sie seien dem ältesten Blut aller Völker entstammt und hätten den Kultus von Delhi und Delos gegründet. Dass sie auch den Kultus von Delhi in Indien gegründet haben, sei hier nur nebenbei erwähnt, um den großen Zusammenhang zu zeigen. Sie verehrten die Gesandtschaften, den einäugigen Gott. Sie brachten Weisungen über das Orakel und den Gottesdienst und bezeigen damit, dass im Norden damals noch eine Weltleitung, eine geistige, eine Art arischen Papsttums bestanden haben muss. Die Germanen halten sich für ein Urvolk, nach Tacitus. Er findet sie nur sich selber gleich, wieder ein Hinweis auf die Völkerquelle im Norden. Die Germanen wissen ihre Ankunft auf Schiffen vom westlichen Meer her. Man soll solche Aussagen endlich nach ihrer Bedeutung aufnehmen und sie nicht unterdrücken und totschweigen, sie geben endlich Licht in die Tatsache, dass alles aus dem Westen kommt, von der Insel Helios, der Insel Atlantis. So kommen die Trias, die Dreiheit, die drei Wasserringe um die Hauptstadt von Atlantis, die dreistufige Tiara, die Troja, die Mitra aus der Atlantis, und nicht aus dem Orient, wo niemals die Dreie geboren wurde. So kommt das Christentum aus dem Norden, und nach dem Norden kam es aus dem Westen, aus der Atlantis. Heute noch stehen in Skandinavien die Zentralbauten der dreistufigen und dreischiffigen Stabkirchen aus Holz, die Urbilder des christlichen Gotteshauses, der späteren romanischen Steinbauten, die eigentlich und von rechts wegen der nordische Stil sind und so auch heißen müssen. Die Geologen können die Erdgeschichte nicht weit genug zurücklegen und wetteifern in der Berechnung von Milliarden von Zeit- und Raumeinheiten, und die Philologen, die Mythologen verfahren umgekehrt, sie können die Entstehung der Mythen, Sagen und Religionen nicht spät genug ansetzen. Sie haben kein Zeitgefühl, sie haben kein Erinnern, sie haben keine Ehrfurcht vor der Urbildsprache der Mythen. Die nordisch-germanische Mysterienverkündung wendet sich in der Seriengesicht an die heiligen Kinder der Sippe Heimdalls. Wer ihre Sprache nicht versteht, kann ihr Alter nicht ermessen. Die Valar, deren Weisheit hinaufreicht ins Alter der Riesen, vermittelt uns das Mysterium des Wortes aus der Urzeit. Was sie verkündet, erweist sie als Trägerin des Weltgedächtnisses. Der arische Mensch hat in einer kargen Natur, vertrieben aus seinem ursprünglich paradiesischen Zustande, im Lande des Pols, des Apollos, des Hyperboreas, in dem die Sonne nicht unterging, umdrängt von vielerlei Gefahren, aus Not die ersten Schritte unternommen zu dem, was wir in langen Zeiträumen sich zur Kultur entwickeln sehen, unterstützt von seinen hervorragenden Rasseeigenschaften, und wenn sein Blut in unteren Rassen zu versickern begann, zur Zivilisation entarten. Mit dem Ende der Eiszeit haben dann Volksteile die wohl inzwischen zu eng gewordenen Wohnsitze verlassen und haben sich strahlenförmig nach Osten, Süden und Westen in eisfrei gebliebene oder gewordene Gegenden begeben.
Um diese Zeit wohl, jedenfalls nicht viel später, sind die ersten Arier auf diesen Wanderungen nach Indien gekommen und haben dort den Grund zum indoarischen Rassezweig und in der Folge zu einer hohen und beachtenswerten Kultur gelegt. Andere Volksteile gelangten auf ihrer Suche nach neuen Wohnsitzen nach Persien, Palästina, Mesopotamien, Kleinasien, Griechenland, Italien, Spanien und selbst nach Nordafrika und haben in frühgeschichtlicher und sogar vorgeschichtlicher Zeit den unterworfenen eingeborenen Völkern den Stempel ihres Wesens und ihrer eigenartigen Kultur aufgedrückt. Und wo selbst alle Spuren ihrer Rasse und ihres Wirkens durch die Zeit vertilgt sind, hat sich meist noch ihre Sprache über die Jahrhunderte hinweg auf rassefremden Volkskörpern erhalten. Auch Inner- und Ostasien ist in frühester Zeit schon von arischen Völkerschaften überzogen worden. Zu den noch geschichtlich bekannten arischen Wanderungen gehört z.B. die Einwanderung der Frühgriechen in Hellas und die spätere der Dorer, gewissermaßen Nachzügler der vor ihnen im Lande sesshaft gewordenen Stämme. Die saßen schon als eine Erobererschicht über den nicht-harischen Ureinwohnern, den Pelasgern. Diese Tatsache ist den alten Griechen auch im Gedächtnis lebendig geblieben, wie viele Zeugnisse der Zeit beweisen. Die große Völkerwanderung ist lediglich als eine letzte dieser großen sich wiederholenden Völkerbewegungen aufzufassen, mit welcher die Arierrasse in Europa und Vorderasien den vorläufigen Abschluss ihrer Verbreitung fand. Können wir nun deshalb alle heute noch eine arische Sprache sprechenden Völker als Arier ansehen? Nein. Aber wir ersehen daraus, dass, wo heute noch eine arische Sprache gesprochen wird, wie in Persien, Armenien oder Griechenland, oder ehemals gesprochen wurde, wie in Kleinasien, einst Arier als Erobererschicht gesessen haben. Meist ist von arischen Volksresten nichts mehr vorhanden. Infolge ihrer Minderzahl sind sie in der eingeborenen Bevölkerung versanken, wo den Rassemischungen nicht strenge Gesetze entgegenstanden, wie beispielsweise in Indien. Das allmähliche Verbluten der arischen Eroberer hat aber auch dort auf die Dauer nicht verhindert werden können, wenn nicht aus den Stammsitzen neuer Zuzug stattfand. Mit dem Versinken des arischen Blutes ging aber überall Hand in Hand eine kulturelle Rückentwicklung bis zum vollständigen Niedergang ganzer Staaten und ehemals mächtiger und fruchtbarer Völker. Diese Rückentwicklung hat schon früh eingesetzt in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien, Persien und Syrien, etwas später in den bis auf unsere Tage noch arisch befruchteten Völkern Italiens und Spaniens. So erklärt es sich, dass sich seit dem ausgehenden Altertum der kulturelle und geistige Schwerpunkt von den Ländern des Mittelmeers nach Mittel- und Nordeuropa, dem jetzigen Hauptsitz arischen Rassentums, verschoben hat. So erklären sich andererseits auch die merkwürdigen Reste arischer Rasse in abgelegenen, schwer zugänglichen Gegenden, beispielsweise des Balkans, und auch dort, wo heute die arische Sprache einer Fremden schon längst weichen musste, wie in Anatolien, Indien, China und selbst in Amerika. So erfahren wir durch die 4 Expeditionen von Grünwedel und Lecoq in Ostturkestan bei den Oasenstädten Kucha und Turfin von einem Stück arisch-germanischer Völkergeschichte auf zentralasiatischem Schauplatz. Die fürstlichen und adligen Stifter, die auf den Wandgemälden der Kuzcha-Epoche dargestellt sind, sind Arier aus dem von Norden her eingewanderten Stamm der Turkaren. Ihre Sprache weist sie den europäisch-indogermanischen Völkerstämmen zu. Sie haben rotblondes Haar, blaue Augen und durchaus germanische Gesichtsbildung. Dazu kommen andere, auf den ersten Blick geradezu verblüffende Einzelheiten. Diese Fürsten und Adligen gemahnen auf das lebhafteste an Darstellungen aus der europäischen Ritterzeit. Die Herren erscheinen in prachtvollen Waffenröcken, den Klappenkragen zurückgeschlagen, die Heimbrünner auf dem Kopf, den Schuppenpanzer um den Leib, die Beine im Panzer oder in langen Stiefeln steckend, die langen, geraden Schwerter mit Kreuzgriff am metallenen Rittergurt. Zu Pferde führen sie Bogen und Pfeile im Köcher und die lange Lanze mit den Fähnlein daran. Neben ihnen stehen ihre Damen in kostbaren Gewändern, mit ausgeschnittenem, schellenbesetztem Mieder und langem Schleppenrock. Woher haben diese indogermanischen Stämme, die um die Wende der christlichen Zeitrechnung im Norden, in den Steppen des heutigen Russlands saßen, ihre hohe Kultur, ihre Schrift? Wo liegt die verbindende Brücke zwischen Bewaffnung und Bekleidung der Germanenfürsten in Kucha und der Ritter des christlichen Europa? Es sind somit eine Unmenge von Rätseln, die von der deutschen Turfan-Expedition der kulturgeschichtlichen Forschung aufgeben. Die Namen Turan, Turkestan, Aral, Altal zeigen noch deutlich den arischen Ursprung. Vom Aral bis zum Baikalsee und weiter über die Mandschurei und Korea kamen arische Wellen bis nach Japan. Reste finden sich auch dort in alten, helleren und höheren Führergeschlechtern. Man würde nicht so viel fragen, wenn man mehr über die Verteilung des arischen Blutes in der Vergangenheit und sogar noch in der Gegenwart wüsste. Tatsächlich gibt es noch viel mehr arisches Blut auf der Erde, als von den Forschern auf diesen Gebieten angenommen wird. Ganz Asien war von Ariern besiedelt und erobert schon in der Vorgeschichte. Die Kulturen des Ostens stammen alle von arischen Menschheitsführern. Die Mandschu. Das heißt die von den Mannen, arischen, Abstammenden. Und in der Tat sind die Mandschu noch heute größer und heller als die Chinesen. Ich habe in Fuhrmannsland der Mitte Abbildungen von Tempelstatuen gesehen, die Führer und Priester darstellen aus der Frühzeit, die durchweg arische Bildung zeigen und von besten germanischen Edelgestalten nicht zu unterscheiden sind. Nach chinesischen Annalen saßen an den Westgrenzen des Reiches noch um 300 vor Christus Völker mit blonden Haaren und von großer Gestalt. In den Hochländern Chinas und Indiens leben heute noch Reste blonder Völkerschaften, so auch im Kaukasus. Die Kurden haben noch beträchtliche arische Bestandteile unter ihren Leuten. In der arabischen Wüste südlich Man habe ich im Kriege mit einem Beduinen verhandelt, der einen rotblonden Vollbart trug und aus hellblauen Augen sah, ein Rassensprengel der früheren Eroberer unter diesen heute kulturlosen semitischen Beduinen, die niemals selbst ein Haus bauten oder eine Waffe schmiedeten. Im Jahre 1917 nahm ich in Rumänien an der Gefangennahme von etwa 80 Kosaken der Tusennaja-Division teil. Sie sahen alle aus wie Brüder, gleich schön und groß,
edel gewachsen, mit langen schmalen Gesichtern, wie sie selten unter Offizieren des deutschen Heeres leider anzutreffen waren, blond, blauäugig und durchschnittlich über 190 cm groß, also ausgesuchte arische Rassevorbilder. Ich hatte Gelegenheit, mich mit dem führenden Offizier eingehend und lange zu unterhalten in der ritterlichen Art, wie es unter arischen Menschen auch im Kriege stets möglich war, und er konnte mir versichern, dass in der Heimat seiner Leute zwischen Ural und Kaspischem Meer ganze Völkerschaften ihrer Art sitzen. Die Ural-Kosaken sind gleichfalls hohe Gestalten von ebenmäßigem Wuchse, langer Gesichtsbildung, im Sommer von hellrotbrauner Hautfarbe. Sie sehen alle aus wie hochgebildete Menschen und erscheinen uns doch so ungebildet. Es wird eine Zeit kommen, in der man den Zusammenschluss aller Arier in der Welt zu einem Führerbunde als Tatsache erreicht haben wird. Es ist nicht zu befürchten, dass solche Rassensprengsel, wie die zahlreichen Kosakenvölker, in der sie umgebenden Niederrassenwelt untergehen, solange sie nicht der Zivilisation verfallen, sondern als Reiter- und Bauernvölker ihre gesunden Anlagen und Triebe bewahren. Eine arische Zusammenarbeit in der ganzen Welt auf Erhaltung dieser Edelrasse ist ein hohes Ziel, hier stecken noch ungeahnte Hilfskräfte verborgen. Es war immer töricht, von dem völligen Untergang eines Abend- oder Morgenlandes zu reden. Die allgemeine Verrottung im Niederrassentum kann den Einsichtigen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Geist der Schöpferrasse wieder erwachen wird zu ordnenden Taten. Und in dieser Zeit leben wir. Unser Nächster ist nicht irgendein Untermensch in der qualvollen Enge eines Vaterlandes, sondern in diesem Falle sogar ein ferner und fremder Kosak, weil er für den Bestand der Gesittung in der Zukunft mehr bedeutet als die entgotteten dunklen deutschen Massen der Großstädte. Wir leben in dem Wanne, als ob alles erst mit der Neuzeit entdeckt worden wäre. In Wahrheit wurde die Erde und alle technischen Errungenschaften zum zweiten Mal, vielleicht schon öfter, von Neuem entdeckt. Die Ägypter waren in Astronomie und Mathematik weiter als wir, sie kannten die elektrische Kraft und verwendeten sie. Man fand in ihren Gräbern Kupferdrahtleitungen, die nur praktischen Zwecken in dieser Hinsicht gedient haben können. Die Felsbilder von Bohuslän erzählen unzweideutig von einer arischen Schifffahrtskultur, die vor wenigstens 80.000 Jahren, vielleicht auch 100.000 Jahren die Erde umspannte. Die Pyramidenbauten in Ägypten, auf Java und in Mexiko, aus einem gleichen Stil entstanden und zu annähernd gleicher Zeit, deuten auf Kultur- und Rassenzusammenhänge zwischen diesen später im Weltverkehr wieder voneinander getrennten Erdteilen hin. Die Osterinsel im stillen Ozean beherbergte Steininschriften, die den nordischen Rannen verblüffend ähnlich sind und zweifellos dieselbe Rasse als Urheber haben, nicht aber die armseligen Bewohner der Südsee von heute. Eine Rasse beherrschte vor Urzeiten die Erde und hat sie inzwischen Zeiträumen immer wieder beherrscht. Es ist klar, dass diese Herrscher, Erfinder, Eroberer immer derselben Gattung gewesen sind, jener Götterrasse, die auch heute noch durch ihren Genius die Welt beherrscht, wenn auch ihre Ordnung vom Niederrassentum gestürzt wurde, gleich viel in welchen Nationen sie sich mehr oder weniger entscheidend betätigt, es ist die nordische, die asische, die arische Rasse, die im Norden Europas und Amerikas zusammengeballt heute noch allein die Träger aller Möglichkeiten der menschlichen Entwicklung sind. Die ostasiatischen Kulturen machen davon keine Ausnahme. Sie sind Schöpfungen arischer Eroberer und Einwanderer und haben sich 3000 Jahre annähernd auf einer gleichen Höhe gehalten, weil die mongolischen Erben dieser arischen Kultur Zeit und Ruhe hatten, dieses Erbe ihren rassischen Bedürfnissen und Erfordernissen anzupassen. Nicht nur die riesige Steinmauer bewahrte sie jahrhundertelang vor fremder Berührung und Zersetzung, sondern vor allem die Mauer ihrer gleichgearteten Leiber und Seelen. Nur unschöpferisch war diese Rasse im tiefsten Grunde ihrer Seele. Sie hat nicht das Geringste in diesem langen Zeitraum aus eigenem hinzugefügt,